Körperlichkeiten austauschen ohne schlechte Gedanken. Ein Unding in unserer Gesellschaft. Guten Morgen! Ja, es ist für viele Menschen ein Problem, direkten Körperkontakt auszutauschen. Wir haben gelernt, dass da vorher gewisse Umstände zusammentreffen müssen, dass ja auch vorher gedanklich dieser Körperkontakt irgendwie eingeordnet wird. Da spielt viel Angst und auch Unsicherheit eine Rolle. Aber wie sollen wir auch sicher in unserem Auftreten sein, wenn wir viele Verhaltensweisen einfach nur gelernt bekommen haben und gar nicht mehr unserer Intuition vertrauen mit dem, was wir tun? Wir denken darüber nach. Körperlichkeit zwischen zwei Menschen ist einfach die unkomplizierteste Möglichkeit, ein Gefühl des Wohlfühlens zu erzeugen. Es kostet nichts, es ist so einfach und fühlt sich einfach nur lebendig und wunderschön an. Schau doch mal die Katzen an. Die kommen einfach zum Bein und schmusen mit euch, wenn sie schmusen wollen. Warum können wir Menschen das nicht auch? Warum können wir nicht einfach zu einem anderen Menschen gehen und uns an ihn ranschmusen? Was hindert uns daran? Erstens die gesellschaftliche Konditionierung. Stellt euch vor, ich gehe in der Straßenbahn zu einer Frau, setze mich neben sie auf den Platz und fange sie an zu drücken und zu schmusen. Das geht nicht in unserer Gesellschaft. Das haben wir so gelernt. Das ist sexuelle Belästigung, Nötigung oder was auch immer. Obwohl ich natürlich, wie eine Katze auch, wenn diejenige nicht schmusen will und mir das dann auch zeigt, dann natürlich mich auch dann wieder auf einen anderen Platz setze und sie auch in Ruhe lasse. Ne? Also die andere Person sozusagen erstmal mit meinem Schmusen frage, ob sie schmusen will. Bloß ich frage sie, indem ich schmuse und ich frage nicht, hey, wollen wir schmusen? Weil dann geht's hier los im Denken, ja, was meint er jetzt damit, was beabsichtigt er damit und so weiter, sondern nein, einfach schmusen. Einfach hingehen und Körperlichkeit austauschen. Dann weiß die Person genau, was ich will, genau das. Ne? Also, es ist dann auch so, wenn ein Mensch die Katze anschreit oder die Katze wegstößt, dann kommt die Katze da auch nicht so schnell wieder und will schmusen. Das wird deutlich gezeigt. Und das kann man natürlich auch im Körperkontakt mit demjenigen, wenn man angeschmust wird, dass man sagt, hey du, ich habe gerade keinen Bock auf Schmusen. Ne? Aber da sind wir beim zweiten Grund, was uns daran hindert, mit Fremden zu schmusen. Unser Stolz. Was ist, wenn wir irgendwo hingehen, den anschmusen, ne? Und dann werden wir abgelehnt. Das geht gar nicht. Da fängt man sich an zu schämen und kann der Person gar nicht mehr unter die Augen treten. Was ist das für ein Unsinn? Ne? Lass doch mal diesen gesamten Gedankenwust einfach mal außen vor. Sucht einfach Zärtlichkeit bei irgendjemandem. Aber seid auch nicht gekränkt, wenn derjenige keine Zärtlichkeit möchte. So einfach ist das. Umso häufiger ihr das macht, umso natürlicher wird sich das für euch anfühlen. Dann werdet ihr zur Katze oder zum Kater. Ne? Es ist ja nicht immer die Frauen, die jemanden anschmusen müssen. Warum kann denn nicht der Mann einfach zu einer Frau hingehen und diese anschmusen? Ja? Aber dieses Gefühl des Schmusenwollens als natürliches Gefühl, das ist eigentlich ja, für mich persönlich so echt, so Das ist natürlich, das ist normal. Ne? Das ist ein ganz normales Gefühl. Das würde so normal sein, dass die Leute zu einem anderen hingehen und schmusen und Zärtlichkeiten austauschen. So, und derjenige dann einfach sagt, nö, ich möchte jetzt nicht. Oder das zeigt. Und dann geht man wieder weg. Dann geht man zum nächsten und tut sich dort anschmusen. Und derjenige sagt dann nein. Bis dann vielleicht mal jemand sagt ja. Oder dann einfach mitschmust, gar nicht reden. Das ist natürlich. Das ist natürlich. Das ist Natur. Ne? Das glaubt ihr nicht, dass ich das natürlich anfühlen kann, dass das natürlich ist? Überlegt mal, wir essen Fleisch und es fühlt sich natürlich an. Wir nutzen andere Menschen mit dem Konsum von Billigprodukten aus und es fühlt sich natürlich an. Wir verdienen Geld, was wir nicht brauchen, um Dinge zu kaufen, die wir auch nicht brauchen und das fühlt sich natürlich an. Das fühlt sich alles natürlich an, aber dass man zu einem anderen Menschen hingeht, einfach schmust ohne vorher zu fragen, das fühlt sich nicht natürlich an. Ne.
Wie schwer kann es denn sein, dass man die körperliche Annäherung an einem Menschen als natürlich wahrnehmen kann? Das kann doch nicht so schwer sein, das muss doch was Normales sein. Wenn all die anderen Dinge, die wir als natürlich annehmen können, natürlich sind, dann muss das doch auch natürlich sein können. Warum kann ich nicht irgend zu einem Fremden hingehen und den einfach anschmusen, zärtlich sein, streicheln? Ne? Natürlich würde ich Euch empfehlen, jetzt in der praktischen Umsetzung erst einmal mit Freunden zu beginnen. So mache ich das ja genauso. Ne? Sprecht die Thematik einfach an und schaut, wie der Gegenüber darauf reagiert. Ne? Wir sind ja nun mal leider nicht in der Phase, wo wir alle einfach schmusen, sondern wo eben das Denken dann sofort eingeschaltet wird, wenn jemand schmust. Wir sehen dann nicht, der schmust nur, sondern wir denken, was will denn der jetzt? Ne? Sexuelle Belästigung oder was auch immer. Ne? Also von daher ist es schon wichtig, dass man erstmal miteinander redet. Nehmt da Freunde. Ne? Ganz wichtig in unserer konditionierten Gesellschaft, dass man direkt vielleicht auch sagt, hey, pass auf, das ist jetzt nichts Sexuelles, also Sex tun wir mal ausschließen. Das muss theoretisch nicht sein, weil derjenige kann ja immer dann sagen, nee, jetzt nicht, aber das hilft einfach dem Beschmusten, da eine gewisse Sicherheit zu wiegen, dass es nur um die Zärtlichkeit geht. Ne? Küssen oder drücken oder was auch immer, ne? Dass man das vorher ausschließt, wenn ihr dann sozusagen jetzt im Übergang seid und derjenige noch nicht weiß, was ihr so jetzt gerade wollt oder so, dass ihr dann direkt sagt, hey, pass auf, hier, das ist jetzt nichts Sexuelles oder so, ich möchte einfach nur schmusen. Gerade am Anfang hilft das dann wirklich ganz klar, auch die Ängste beim Gegenüber zu nehmen, die auch durch einen Erwartungsdruck ausgelöst werden, den er eventuell spürt. Es ist oft so, dass wenn Menschen unterschiedlichen Geschlechts, also Mann und Frau, zueinander finden und einer fängt an zu schmusen, dass die andere Person denkt, oh, jo, jetzt schmust er und da will bestimmt Sex und nee, eigentlich will ich das nicht. Anstatt das Schmusen einfach zu genießen, denken die Leute schon weiter in die Zukunft, oh, jetzt kommt der Sex, nee, den will ich nicht und können das Schmusen gar nicht genießen. Und von daher am Anfang lieber sagen, kein Sex, wenn denn beide Sex wollen, dann ergibt sich das dann sowieso. Aber es geht ja erstmal nur um die Zärtlichkeit und das Schmusen. Einfach, ja. Wenn ihr dann mit demjenigen redet und sagt, hey, pass auf, wie siehst denn du die Sache, kann man nicht einfach mal schmusen und sonst was, und dieserjenige reagiert mit Zustimmung auf das Gespräch, dann fangt an, diesen Menschen ja, an der Hand zu nehmen und an Händen zu streicheln. Wenn er das genießt oder zurückstreichelt, dann weitet eure Aktion so lange aus, wie es sich gut für euch anfühlt. Bleibt dabei aber offen für die Energien des anderen. Ihr könnt euch wirklich nur wohlfühlen, also wirklich wohlfühlen, wenn es der andere auch tut. Habt auch den Mut und die Courage, die Körperlichkeit zu beenden, das Schmusen, wenn ihr den Eindruck habt, dass der andere es nicht mehr als angenehm empfindet, aber aus Sympathie zu euch dieses nicht unterbricht. Dann müsst ihr derjenige sein, der dann aufhört damit. Oder sucht euch Menschen, gerade im spirituellen Bereich findet ihr diese häufiger, wo ihr genau wisst, dass sie fernab der konditionierten Masse ihre eigenen Erfahrungen sammeln und derartig unkonventionelle Dinge, die das Schmusen unter Fremden leider ist, erstmal trotzdem bereitwillig als Erfahrung aufnehmen. Wenn ihr zum Potluck kommt und euch so fühlt, dann kommt zu mir und sucht die Körperlichkeit. Ich werde damit behutsam umgehen und je nach Stimmung euch zeigen, ja, was in mir vorgeht. Egal ob ihr Mann oder Frau seid. Das ist ja das Tolle an den Zärtlichkeiten. Sie müssen nicht sexuell motiviert sein. Ist natürlich nichts Schlimmes, wenn es sexuell motiviert ist. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Aber wenn sie es nicht sind, dann kann man auch unter Männern zum Beispiel zärtlich sein, ohne dass man jetzt bisexuell oder homosexuell ist. Ne? Man kann unter Frauen aus demselben Aspekt mit Tieren, mit jedem fühlenden Lebewesen, auch wenn man sich nicht sexuell angezogen fühlt, kann man Zärtlichkeiten, kann man Wärme austauschen. Einfach nur Liebe. Wenn man sich einfach mal wohlfühlen will, raus aus dem Alltag der isolierten Persönlichkeiten, hin zur bedingungslosen Liebe, ohne dass damit irgendwelche Verpflichtungen oder negative Gedanken assoziiert sind. Einfach eng umschlungen, zärtlich fließen lassen, die Wogen der Energie und der friedlichen Geborgenheit spüren. Keine Besitzansprüche, sondern pure Energie. Aber respektvoll und nicht konsumierend. Nicht immer mehr und immer mehr. Und wenn jemand keine Körperlichkeit will, dann ich bin enttäuscht und sein Ego pflegen und sich dann wieder emotional isolieren. Nein, lächelnd einander begegnen, lächelnd Energien beobachten, sich lächelnd abweisen, sich probieren und wieder zurückziehen, feinsinnig auf die Dinge hören, die Dinge spüren, die nicht sichtbar sind.
Körperlichkeiten mit anderen Menschen, das ist so eine unglaublich große Welt an Entdeckungen und Erfahrungen, dass ich sie wirklich nur aus reinster Seele und aus vollstem Herzen empfehlen kann, diese sehr sehr intensiv auszuleben. Nicht mit einem Menschen und auch nicht mit so vielen wie möglich, sondern mit allen Menschen, wo ihr spürt, dass ihr gerne körperliche Nähe ausleben möchtet. Lasst euch nicht zurückhalten von gesellschaftlich konditionierten Aspekten, sondern probiert euch aus. Lasst fließen. Ihr habt nur dieses eine Leben als Mensch. Nutzt es. Lasst euch nicht begrenzen.